Siebte Episode von DE Talk. Ich heiße alle herzlich willkommen. Und heute haben wir den 6. August 2013. Schön, dass ihr wieder alle da seid. Das Motto sage ich heute gleich mal an. Das Motto heute ist ganz klar, es ist Sommerpause. Das Motto ist heute ein ganz gemütlicher Talk. Wir lassen mal die stressige Politik links und rechts von unserer heutigen Show liegen. Und wir schnacken einfach mal. Schnacken heißt hier im norddeutschen Raum, wir reden einfach mal ganz normal, locker weg und machen uns heute keinen Stress. Ja, heute soll es eine gemütliche Dampfer-Talk-Runde geben, zu der wir alle herzlich einladen. Wir haben es so angekündigt, also ich sage es mal gleich am Anfang. Wer will, und wenn die Technik mitspielt, wer will, ist herzlich eingeladen, zu uns zu stoßen hier und einfach mit uns zu reden. Man braucht dazu allerdings einen Google Plus Account, um hier in den Hangout mit reinzukommen. Und ein Mikrofon wäre auch schön, dass man mit sprechen kann. Eine Kamera muss nicht sein. Also keine Scheu, keine Angst. Es geht hier einfach nur ums Labern. Also ums Reden. Ich weiß nicht, welches Vokabular ich benutzen soll. Ich bin im norddeutschen Raum zu Hause, komme aus Nordrhein-Westfalen. Ich bin Münsteraner. Das hört man manchmal auch noch. Also schnacken sagt man hier im Norddeutschen. Und labern, ich glaube, das ist mehr Masse-Matte. Ja? Also Slang im Münsteraner Umfeld. So, jetzt habe ich schon wieder so lange gelabert. Ich möchte erstmal bitteschön hier meine Mitstreiter vorstellen, wie immer. Ja? Als da, wie immer sind, ich fange einfach mal bei Zillertron alias Norbert oder auch umgekehrt an. Zillertron ist im ERF-Forum bekannt, weil er sehr viel schreibt und er ist natürlich auch hier aus der Show bekannt. Norbert, hallo. Hallo Marc, hallo Leute. Willkommen heute beim offenen Talk. Ich hoffe, es bekommen einige Mitredner. Ja. Gut, Thomas. Ja. Sagst du doch auch bitte mal kurz Hallo. Ja. Hallo, schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu unserer 7. Episode. Und wir machen heute mal was anderes. Wir schauen einfach mal, was mit Gästen, wie es funktioniert. Eine lockere Talkrunde, easy going. Ja. Ja. Cool living, easy vaping and crazy laugh. Nee, crazy laugh passt jetzt nicht. So, los, komm, jetzt schnacken wir nicht lange und. Wir haben schon einen ersten Gast hier, den wollen wir nicht auf die Folter spannen. Hallo Stefanie, kannst du uns sehen und hören? Da, jetzt könnt ihr mich hören. Hey, ja. Cool, ja. Hallo. Hi. Hallo. Hi. Hallo Stefanie. Hi. Tag. Tag auch. Genau. Ton und Videoqualität okay? Läuft. Ja, so soll es sein. Läuft doch. Und? Läuft. Ja, du kannst bleiben. Ja, schön, dass du dabei bist. Erzähl, ja, ich habe mich erbarmt. Ja. Sehr ehrlich, kostet ein bisschen Überwindung, oder nicht? Ja. Ja. Ging mir früher in anderen Shows auch so. Erzähl uns was von dir. Ja, was soll ich erzählen? Naja, als allererstes die Standardfrage, die wichtigste Frage überhaupt, wie lange dampfst du schon? Ich dampfe seit Mitte Mai. Okay. Also noch nicht so lange. Und bin darüber gekommen, über meinen Bruder, der ist asthmakrank. Hab die Geschichte auch schon ein paar Mal geschrieben in den Foren. Der ist asthmakrank und brauchte nach 2 Wochen Dampfen keinerlei Asthmaspray mehr. Nee. Und da hat es bei mir so ein bisschen geklickt, dass ich gedacht habe, das versuchst du auch mal. Nochmal, echt, also der war asthmakrank und hat nach 2 Wochen Dampfen, hat er keine Medikamente. Genau, der hat Asthma seit er 10 ist, der ist jetzt Mitte 20, hat 2 Wochen gedampft und braucht seitdem kein Asthma-Spray mehr. Erinnert mich an die Story von Velvet. So ungefähr hat er das auch erzählt. Ich weiß nicht mehr die Details, aber auch so. Ja, das ist aber echt cool. Das ist wirklich beeindruckend. Also. Und er dampft auch immer noch. Und wie lange hast du vorher geraucht? Muss ich rechnen, 17 Jahre, 8,
17, 16 Jahre, seit ich 11 war. Jetzt bin ich noch nicht 30. Mhm. Ja. Zwischendurch habe ich aufgehört, während meiner Schwangerschaften habe ich nicht geraucht und danach auch eine Weile, ich habe mal 2,5 Jahre nicht geraucht und habe dann wieder angefangen. Doof von mir. Ja, aber ist so. Aber ich bin guter Dinge. Hast du dann einfach ohne Hilfsmittel aufgehört, aus eigener Kraft? Na, Schwangerschaft ist ja schon ein Hilfsmittel an sich genug. Gut. Da hat man dann den nötigen Druck. Das ist eine eigene Motivation, okay, keine Frage, ja. Und wie ist es in deinem Umfeld? Also wenn du sagst, dein Bruder dampft, du bist über deinen Bruder angekommen. Habt ihr noch mehr Geschwister? Ja, wir haben noch eine Schwester, die ist nicht Raucherin. Unsere Eltern, meine Mama, die raucht auch immer noch und meinen Papa haben wir erfolgreich umgestellt. Das hat geklappt. Wenn ich mal fragen darf, das interessiert mich jetzt wirklich. Also gerade so, wie du das erzählst, deine Schwester, wenn die nicht Raucherin ist, weil das finde ich auch ein wichtiges Publikum. Wie hat die denn darauf reagiert? Bitte, ich habe das akustisch nicht verstanden. Entschuldigung, nochmal, ich war vielleicht ein bisschen leise gerade. Wenn ich fragen darf, also wenn du was nicht beantworten willst, beantwortest du das nicht. Aber ich frage mal ganz direkt und ganz neugierig, weil ich jetzt gerade das auch wissen will. Wenn du sagst, dass deine Schwester Nichtraucherin ist, wie hat die denn reagiert, dass zunächst mal dein Bruder und dann du und jetzt auch noch euer Vater, dass ihr mit dem Rauchen aufgehört habt, nehme ich an, und jetzt nur noch dampft, als Nichtraucherin? Nee, die findet das ganz normal. Also die hat da nicht nachgefragt oder negativ reagiert, überhaupt nicht. Die findet das gut, dass jetzt nicht mehr alles stinkt. Ja. Und gerade im Fall von meinem Vater ist es ja auch so, dass der gesundheitliche Probleme hat und dem tut das sehr gut, dass er nicht mehr raucht. Der hat wahrscheinlich länger geraucht, ne? Ja. Seid ihr denn alle drei, also dann dampft ihr nur noch und raucht nicht mehr? Also, soweit ich das sagen kann, ja. Mhm. Also du dampfst nur noch ausschließlich, ne? Definitiv, ja. Mhm. Auch vom ersten Tag an. Das war für mich, ich habe ja eine Alternative gesucht und ich habe mir dann, das war für mich von vornherein klar, entweder oder. Also das ist irgendwie so auf Versehen passiert. Das wurde mir erst auch so ein paar Tage später klar, dass ich ja dann jetzt im Prinzip Nichtraucher bin. Also, war aus Versehen, sozusagen. Aber das ist ein schönes Außer Versehen. Das lässt man sich doch gefallen. Und wie ist das, womit bist du angefangen, wenn ich mal fragen darf? Mit welcher Hardware? Ich habe mir hier in dem Ort, wo ich wohne, den am besten erreichbaren Offline-Shop besucht und habe Glück, hier gibt es ganz viele Offline-Shops. Das ist echt Wahnsinn, was auch viele, die ich gar nicht übers Internet finde, wo mir jetzt gesagt wurde, da ist noch ein Shop und da ist noch ein Shop. Also ich bin in diesen Shop gewandert und habe gesagt, so, ich rauche 30 Zigaretten am Tag, jetzt will ich dampfen, verkauft mir mal was. Und dann haben die mir einen Ego-Akku mit CE5 verkauft. Die CE5 habe ich aber inzwischen alle aussortiert. Ja gut, aber sehr ehrlich, also wenn du sagst, seit Mai, dann waren die CE5s richtig hochmodern, sind sie vielleicht teilweise heute noch. Für den Einstieg ist es okay gewesen, oder nicht? Nee, das war okay. Das war wirklich okay. Die haben mir dann ein paar Probleme gemacht und irgendwann hatte ich das Leid. Und drei Tage später kam ein E-Wort dazu. Den habe ich immer noch. Der läuft und läuft und läuft. 3 Tage später? Ja, ich hatte erstmal nur einen Verdampfer und 2 Akkus und dann wurde mir relativ schnell klar, dass das ein bisschen wenig ist. Und du musst es ja nicht sagen. In welchem Bundesland wohnst du denn? NRW? In NRW. Doch? Ja. Oh, scheiße. Ja, doch. Ja. Und das, ja, scheiße, ich weiß. Ja, nee, scheiße, weil ich denke mir, das ist somit das Land, was am meisten beschnitten wird seit dem 1.5. War das ein Thema? Das Nichtraucherschutzgesetz? Seit dem 1. Für mich nicht. Also es war jetzt nicht meine Intention, dass ich woanders jetzt dampfen darf, wo ich vorher nicht hätte rauchen dürfen. Finde ich nicht so wichtig. Ich finde, es ist auch eine Frage von gutem Benehmen, dass ich nicht mache.
und auch nicht drauf anlegt. Wie ist das, wenn du in Kneipen gehst? Gehst du in Kneipen manchmal? Nee, ich gehe nicht. Nee, geh nicht in Kneipen. Ja, also, ja, ich habe zwei kleine Kinder, ich habe gar keine Zeit, um in Kneipen zu gehen. Ja, ist er. Oder sonst in Restaurants oder so, oder an irgendwelchen öffentlichen Stellen, wo sonst geraucht wurde? Also, hier gibt es angeblich ziemlich viele Dampfer, was auch die Shopdichte irgendwie aussagen muss. Also hier wird grundsätzlich relativ positiv überall reagiert. Also ich bin wirklich so, wirklich dumm angemacht worden bin ich noch nicht. Natürlich viele Sprüche von wegen, oh, das ist ja viel giftiger, und gerade so Leute, die man so am Rande kennt, die Raucher sind, die sprechen einen natürlich an und sagen, oh, und funktioniert denn das und so. Aber sonst so in der Öffentlichkeit nicht, dass ich da jetzt was Negatives mitkriegen würde. Wie gehst du denn mit der Dampf in der Öffentlichkeit um? Also dampfst du ganz normal in der Öffentlichkeit? Ja, so, ganz ja. Offen. Manchmal auch absichtlich. Ein bisschen provozierend. Wenn mir so ein Raucher entgegenkommt, dann bin ich schon neugierig, ob der denn guckt. Und ob der sich nicht vielleicht wundert. Und ich denke mir, du bist bestimmt auch angesprochen worden vom Raucher, hast mal Feuer, oder nicht? Nee. Nö. Nee? Ich heute. ja, und hast du so mal so Gespräche gehabt, Diskussionen gehabt mit wilden, also in der wilden, wie sagt man? In der Wildbahn. In der Wildbahn, auf dem freien Feld. Also einfach so ganz normal irgendwo in der Öffentlichkeit mit Rauchern, dass die dich angesprochen haben oder irgendwer dich angesprochen hat von wegen, gib mal her, ich will auch mal. Ja, das hatte ich schon. Da habe ich auch im RF drüber diskutiert. Das war 2 Tage nach der Envy-Entscheidung oder nach diesem Envy-Ausschuss. 12.7. Ja, so 2 Tage später oder 1 Tag später. Auf jeden Fall ging ich in die Stadt und saß da, hatte was gegessen und dampfte dann, und neben mir kam dann ein älterer Herr mit Zigarette. Und als der fertig geraucht hatte, fragte der mich dann intensiver, was das denn ist, und hat schließlich auch probiert, und ich habe ihn auch, der hat minutenlang gedampft und fand das ganz toll. Hat deinen Tank leer gezogen. Ja, so ähnlich. Also der fand das ganz interessant, und ich habe ihn dann zu einem Shop geschickt. Im Prinzip, ob da was draus geworden ist, weiß ich nicht. Aber ich fand das sehr nett. Also ich fand das sehr positiv. Der war schon interessiert, ne? Ist aber dann auch schon eine extreme Situation. Ich glaube, dass jemand ganz Fremdes einen fragt, ob man da mal probieren darf, ist schon eher selten. Und also ich habe von einem Shop immer hier so ein kleines, ein Plastikteil mit dabei. Wenn jemand mal probieren will, dann kann man das hier so draufstecken. Ne? Auf den Drip-Tip. Aber naja, kommt drauf an, wer das ist. Ne? Also wenn das ein Fremder ist, dann, dann ist es schon so eine komische Sache, ne? Wenn man den einfach so probieren lässt, aus hygienischen Gründen. Das ist ein bisschen komisch. Ne? Ich habe ja immer meinen Kinderwagen dabei. Und da habe ich auch immer Feuchttücher dabei. Wie alt sind denn deine Kinder? 4,5 und 1,5. Okay, mit 4,5 reagiert das schon? Ja. Hat das so? Ja? Die findet das super, dass Mama nicht mehr stinkt, dass Mama nicht mehr rausgeht zum Rauchen. Das fand sie irgendwie wichtig. Mir war gar nicht so bewusst, dass sie das vorher so negativ fand, dass Mama immer rausgeht. Und sie findet das gut. Sie fragt manchmal, warum Oma noch raucht. Das versteht sie nicht. Also sie hat das tatsächlich mitgekriegt, dass alle anderen auch jetzt dampfen. Und sie sagt das auch, Mama, du dampfst jetzt, und warum dampft Oma nicht? Aber da habe ich ja keinen Einfluss drauf. Na, wenn ihr euren Vater schon rumgekriegt habt. Ja, aber sie sträubt sich so ein bisschen, und wenn sie nicht möchte, dann können wir sie auch nicht zwingen. Ja. Eben. Das habe ich auch echt schnell gemerkt in den allerersten Wochen. So stolz ich damit war und so stolz ich damit rumgelaufen bin, also es macht keinen Sinn, Leute zu bekehren oder zu, wie habe ich immer gesagt, zu, missionieren. Missionieren, genau das Wort habe ich gesucht, danke Norbert. Macht keinen Sinn, also echt,
ich habe damit sehr schnell aufgehört, weil ich gemerkt habe, das ist Quatsch. Wenn wer fragt, darf der alles wissen, der darf alles überhaupt, aber das macht, fand ich, ist meine Erfahrung, macht keinen Sinn, auf die Leute zuzugehen und sagen, hey, hier, probier mal, wie geil ist das denn und so. Das muss schon von den Leuten kommen, ja. Hey, da seid ihr ja von 3 Rauchern auf 3 Dampfern. Also dein Vater auch komplett? Dampft ja. Er auch nur noch? Hey. Ja, ich glaube schon. Bei dem hat das ein bisschen länger gedauert. Der hat noch 2 Wochen oder so hat er auch noch geraucht. Aber dann hat er irgendwann gesagt, so, jetzt will ich nicht mehr rauchen, und dann hat er nicht mehr geraucht. Mhm. Ja, er ist doch cool. Also. Ja, ich finde es auch extrem cool. Aber das war bei Papa war das so, da war das einfach, weil der ja schon 2 Kinder gesehen hat, dass das funktioniert, und er war von sich aus interessiert. Was wir gemacht haben, ist ihm einfach die Hardware ranzuschaffen. Mhm. Weil er wohnt im Niemandsland, da gibt es im Umkreis von 60 Kilometern nicht mal ein Tabakgeschäft, was E-Zigaretten hätte. Mhm. Und da haben wir ihm das so ein bisschen rangeschafft. Ja, ist doch gut. Finde ich ja, cool. Der klaut auch immer meine Sachen. Das letzte Mal, ich war aber... Schönes Ding. Ja, das letzte Mal, als ich da war, hat er mir eine Mini-Bibi abgeschwatzt. Wollte halt unbedingt haben, und er sagte dann, oh, du bestellst ja sowieso bald wieder, da kannst du dir ja eine neue bestellen, lass sie doch mal hier. Solche Erfahrungen habe ich noch nicht gemacht. Ja, schön. Was mich interessieren würde, wenn du in NRW wohnst und du sagst, die Shopdichte ist da so also dicht, ne? Dass es viele Shops gibt. Ja, hier in der Stadt. Ich weiß nicht, wie da. Ich wohne in Hagen. Also hier gibt es 4 oder 5 Shops. Hier ist unter anderem auch der Taboe mit seinem, der hat ja ein Tabakgeschäft, glaube ich, aber ganz viel E-Zigaretten haben wir auch. Und ja, es sind so einige hier. Aber viele kriegt man gar nicht mit, weil die keine Internetpräsenz haben. Also 2 sind nur offline. Ah ja. Wir haben German Flavors um die Ecke zum Beispiel. So in der Nachbarstadt direkt. Kommt da was durch? Kommt da bei denen was durch, wenn du da kaufst, von wegen EU-Regulierung? Ja, ich habe ja auch immer gefragt. Ich bin ja auch jemand, der die EU-Leute angeschrieben hat. Und ich habe immer mal gefragt. Und größtenteils sind die total locker. Also offen sagen die, mach dir keine Sorgen, das wird schon. Dann wird halt geklagt. Die sehen das echt locker. Also ich bin beeindruckt, dass die Händler eigentlich viel lockerer sind als die Nutzer. Das ist mir von Anfang an aufgefallen. Und das sind schon Händler, ich habe das nicht ganz verstanden, die ausschließlich Dampfware anbieten, also ausschließlich? Ja. Ich schätze mal, das geht da, wenn es schief gehen sollte, geht es um deren Existenz, oder nicht? Ja, deshalb wundert mich das ja auch so. Das machen eher einen auf Optimismus. Wollen niemanden verschrecken. Ich weiß es nicht. Also ein Händler hat mir vor einer Woche erst noch gesagt, jeder Händler, der jetzt seinen Kunden raten würde, zu bunkern, der würde es eigentlich falsch machen. Das wäre im Moment völlig unangebracht. Noch. Mit welcher Argumentation? Weil es noch zu lange dauern würde, bis, wenn es schief läuft? Weil es noch... Genau. Ja, das Kind ist zwar in den Brunnen gefallen, aber noch strampelt es. Naja. Ja, traurig, aber irgendwie wahr. Das ist, Hast du dir für dich schon ganz persönlich eine Alternative überlegt, wenn es echt total beschissen laufen sollte? Nee, nicht wirklich. Also ich werde nicht bunkern, also nicht literweise. Dazu habe ich überhaupt nicht die Möglichkeit. Und im Notfall Nuller Nikotin, also Nuller auf Null runter, das wird da hoffentlich noch irgendwie gehen. Das können wir einem ja nur auch nicht verbieten. Wie viel dampfst du denn jetzt, wenn ich fragen darf? Wie viel Milligramm Nikotin? Zwischen 9 und 12. Ja, ich auch. Angefangen habe ich mit 18, das wurde mir nach 2,5 Wochen zu viel.
Das hat sich dann so runterreguliert schon ganz alleine. Also, aber dafür ist ja auch die Liquidmenge ist auch schon noch ein bisschen hochgegangen. Naja, welchen Verdampfer hast du jetzt? Was hast du gesagt? Welchen Verdampfer hast du? E-Bot. Ich habe nur so Anfängerkram. Ich habe zum Beispiel eine Mini-Vivi und den E-Bot. Dann habe ich noch eine 5. Mini-Vivis habe ich mehrere. Ich habe jetzt einen Pro-Tank und einen Mini-Pro-Tank im Zulauf. Aber das war's dann auch. 3 Akkus, kein Akkuträger, noch nicht. Und wenn du sagst, du dumpst viel, machst du sagen, wie viel? So zwischen 6 und 8 Milliliter am Tag sind es schon. Dann bist du eine Dauernucklerin, ne? Vor allem bin ich ein Geschmackshopper. Also ich habe auch alle Tanks täglich im Einsatz. Mit verschiedenen Geschmäckern. Ja. Aber die sind auch alle abends leer. Da, wo dein kann ich gar nicht erklären. Da, wo dein kleinstes Kind den Schnuller kriegt, hast du schon deine Dampfer im Mund, oder? Ja. Und was für, wenn du sagst, du bist eine Geschmacksfanatikerin oder so ähnlich jetzt in anderen Worten ausgedrückt, was sind deine Lieblingsgeschmäcker? Habe ich nicht. Hast du nicht? Nee. Im Moment am allerliebsten Aqua von German Flavors. Das ist irgendwie, man kann es gar nicht beschreiben, das schmeckt halt nach Aqua. Aber es Aqua? Schmeckt total geil. Aqua wie das Wasser? Ja, Aqua soll auch nach Frischwasser schmecken, aber also es schmeckt wirklich, es schmeckt irgendwie interessant und es wird wohl Geister speisen. Die einen finden es toll und die anderen nicht. Also ich bin da nicht so gut aufgestellt, sage ich ganz ehrlich, was die Vielfalt der Aromen anbelangt. Ich habe hier meine paar Aromen und dann ist gut. Das heißt, du kaufst die Aromen fertig oder mischst du auch? Ich habe mich jetzt komplett durch das Sortiment probiert. Alle bis auf ein. Bis auf Molinus. Weil ich kein Hanuta mag. Und ja, bei Jam Flavors ist es so, wir haben hier einen Offline-Shop, wo man sich komplett durchprobieren kann. Die haben CEs da stehen, mit jedem Geschmack drin. Da habe ich mich auch durchprobiert und das mitgenommen, was ich mochte. Und Aqua ist das einzige Aroma, was ich gekauft habe. Weil ich das so toll fand, habe ich gleich gesagt, kannst auch Aroma mitnehmen. Das heißt, das mischst du dann selber? Oder wie? Das mische ich selber und die anderen Sachen, die mische ich im Tank. Also, wenn ich jetzt einen Kirscher habe und Menthol oder heute habe ich zufällig Cola und Waldmeister gemischt. Das war aber ein Versehen, schmeckt aber gut. Ja, gut. Norbert, du wolltest noch was fragen, oder nicht? Ja, nee, fragen wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich nur mal ganz kurz meine Sammlung auch mal kurz in die Kamera halten. Wie ihr seht, habe ich auch jede Menge Standard-Ego-Akkus mit ein paar ganz ordinären DCTs und 2 Vivis und noch ein Vision Eternity Selbstwickler. Ja los, die kannst du doch jetzt alle mal jonglieren, dann bist du gut, oder nicht? Jo, wenn ich die jongliere, dann habe ich ein paar kaputte Verdampfer. Nee. Und das will ich lieber nicht. Ja, aber wichtig ist, egal was man hat, finde ich, also das erste Gesetz, was ich rausgehört habe und sehr schnell verstanden habe von Philgood, dass man immer eine Reserve hat, ne? Ja, die scheint ihr beide aber zu haben, ne? Ja, und mein Pro-Tank hatte leider Kopfschmerzen bekommen. War schön in meiner Hemdtasche drin. Und dann im Supermarkt. Der günstige Käse liegt unten im Regal, also runtergebeugt. Und der Akkuträger mit dem Pro-Tank hat den Abflug gemacht. Volltreffer auf dem Boden und ja, das Glas. Oh nee. Scheiß Newton, ne? Ja. Der gehört verboten. Sollte man wegregulieren. Nee. Ist der Glastank kaputt gegangen? Ja. Scheiße. Glasbruch. Und? Konntest du nachbestellen?
Bis jetzt habe ich jetzt noch nicht. Ich habe noch genug andere Reserven. Die Vivis tun es auch. Das ist natürlich ärgerlich. Aber ist mir auch schon so gegangen, mein guter Typhoon GT ist mir natürlich auch schon hingefallen. Bis jetzt, toll, toll, toll. Ja, bis jetzt. Ist oben kaputt? Ja, die Sollbruchstelle hier oben an dem Tank. Aber bis jetzt konnte ich ihn immer noch reindrücken und bis jetzt ist noch nichts passiert. Aber bei den großen Dingern, finde ich, ist das echt scheiße. Ne? Also, wenn du keinen richtigen Ablageort hast, wenn man sie wirklich nur so hinstellt, dann ist es klar, irgendwann fallen die um. Irgendwann sowieso. Entweder weil du dagegen stößt oder im Büro oder wo immer du sie hinstellst, irgendwann patsch, knallt das Ding auf den Tisch. Wenn es nur der Tisch ist, geht's ja, aber irgendwann, wenn er nochmal runterfällt. Also so einen vernünftigen Ständer für einen Schreibtisch, das finde ich, tut Not. Da muss ich gerade was einwerfen. Ja. Wenn montags bei Vapor Trails mal schaut, da gibt es eine Sendung, die heißt Tin Your Tip mit Gary Dibley. Und da werden solche Teile selber gebaut. So richtig schöne Dampfenhalter, also auch ja, sogar für Auto-Getränkeablage. Da gibt es auch diese runden Getränkedosenhalter zum Beispiel. Mhm. Weil im Auto ist es ja fast noch schwerer, das Ding wirklich irgendwo unterzubringen. Auf dem Schreibtisch gut, der ruckelt nicht, der bewegt sich nicht. Da macht es natürlich noch mehr Sinn. Aber selbst auf dem Schreibtisch, ich meine, das Problem kennt wahrscheinlich jeder, der nicht so ein Teil hat, fällt es irgendwann mal um. Ich glaube nicht, dass irgendjemand, der dampft, die Erfahrung noch nicht gemacht hat, dass ein Verdampfer irgendwann mal umgefallen ist. Also meine fallen eigentlich selten um. Ja, ich lege sie einfach hin. Selten, aber... Es ich leg's vor. Eigentlich immer hin, deswegen fallen sie auch nicht um. Bei den Kleinen ist das ja auch okay. Ne? Ich habe eine ganz günstige Lösung gefunden. Ich habe mir so einen Kosmetikbehälter beim DM gekauft. Mhm. Ja, und da stellst du sie rein, ne? Ja. Mhm. Passt. Mhm. Ja. Lippenstifthalter sollten auch geeignet sein, habe ich gehört. Sollten auch einen passenden Durchmesser haben, aber da bin ich nicht der Fachmann für. Ich fand die hässlich. Ja, aber war nur eine Anregung, wenn man Silber basteln mag, einfach da mal schauen, da gab es ein paar echt tolle Anleitungen, ein paar schicke Geräte, also Dampferhalterungen. Nützliches Zubehör, meiner Meinung nach. Sollte man wirklich drüber nachdenken. Ja, ja. Zumal lohnt es sich, wenn die Dinger wirklich dadurch Schaden erleiden, ist es furchtbar schade drum. Wenn sie, anstatt sie vernünftig irgendwo hinzustellen, aber bislang stelle ich sie ehrlich gesagt auch noch so hin. Bin ich auch ganz ehrlich. Ja, ich habe auch noch keinen, aber ich bin schon am überlegen, sowas doch mal selber zu bauen. Gut, später macht es Sinn. Stefanie, du hast schon erzählt, obwohl wir ja eigentlich gesagt haben, wir wollen heute nichts Politisches machen und dass die EU links und rechts von unserer heutigen Show liegen lassen. Aber ich habe vorhin rausgehört, du hast gesagt, du hast dich auch an die Briefaktion oder du hast Parlamentarier oder Abgeordnete angeschrieben. Ja. Ja. Ja? Ja, ich habe in NRW habe ich alle angeschrieben, habe aber nur ein paar Antworten gekriegt, nur ganz wenige. Und die Postkartenaktion war meine Idee. Echt? Ja. Dann weiß ich, was bin ich. Eigentlich war es doch eigentlich nur so ein Juck. Ich habe erst noch gedacht, das lässt sich auch jetzt nicht mehr umsetzen und kriegst die Leute ja auch nicht organisiert, aber ich habe das trotzdem mal geäußert. Ich fand das eine ganz nette Idee. Ich persönlich werde das auch machen, wenn ich dann in 2 Wochen im Urlaub bin. Dann werde ich die aus meinem Urlaub aus abschicken. Mhm. Hey, das hat ja noch was, genau. Wenn du da gerade das Stichwort bringst, Postkartenaktion, dann lass uns doch nochmal bitte das nachholen, was wir letztes Mal aus Zeitgründen nicht geschafft haben. Ich fand die Postkartenaktion auch sehr gut, hat mir echt sehr gut gefallen. Und es waren 2 Forenteilnehmer im ERF, die ihre Postkarten auch gezeigt haben. Und das sind kleine Meisterwerke geworden. Ich versuche die mal schnell zu zeigen. Wir haben die Erlaubnis, die zu zeigen. Barbarik und Barbatrick. Barbarella, naja, ihr kennt das ja schon hier mittlerweile. So, ich hoffe, dass das sichtbar ist, dass man das sehen kann.
Ich weiß nicht, wie gut die Qualität ist. Ich bin ein bisschen vorsichtig, weil die Freigaben haben nicht so gut, habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht. Also hier, das ist eine Postkarte von Wicked 13. So nennt sich die Dampferin im ERF-Forum. Ich weiß nicht, ob man das jetzt vernünftig sehen kann. Ich habe leider keine Kontrolle. Das ist ein kleiner Blindflug hier. Ich mache es mal ein bisschen größer und lese mal auch schnell vor, was da überhaupt steht. Die E-Dampfi darf nicht sterben. Was heißt RIP? Ich weiß es nicht. Weißt du das einer? Rest in Peace. Okay. Rest in Peace. Ruhe in Frieden. Ruhe in Frieden. Okay. Oh, alles klar. Bildungslücke. INRI hätte ich noch mitgemacht, aber das wusste ich nicht. Alles klar. So. Also Dampfen bildet immer wieder. Das Herz hier, genau, dran drauf. E-Dampfi. Hier links hat sie geschrieben, ihr Herz für Dampfer. Und da in Rot, bitte helfen Sie mir, dass das Dampferle uralt werden darf. Und da hat sie hier die Dampfe hingemalt und hier sieht man den Sarg mit der Dampfe, die zu Grabe getragen wird. Tod reguliert 2013 steht noch auf dem Sargdeckel obendrauf. Also, dass das selbst gemacht ist, sieht man und das fand ich schon mal cool. Dann hat danach auch noch Just in Moment, so heißt die ERF-Dampferin, auch noch was reingestellt, ihre Postkarte. Fand ich auch echt cool. Wollen Sie mir diesen Weg wirklich wieder zerstören? Fragezeichen. In der Mitte ganz klar die Dampfe und dann durchgestrichen all das, was die Pyro-Zigarette an negativen Elementen hat. Und hier einen schönen großen Envy-Hammer. Und an der linken Seite noch ein klares Nein zum Mord an der E-Zigarette. I feel good, I knew that I would. Also auch sehr... Guter alte Tanzbraun. Ja. Wolltest du gleich mit tanzen und mit singen. Aber sei ehrlich, das ist so cool. Also stell dir vor, in dem Brief Geschwader, die Politiker kriegen, die Abgeordneten kriegen, taucht so eine Karte auf. Die fällt, also alle beide fallen wirklich auf. Ich schmeiße mal auch nochmal schnell auf den Markt, so sah mein Ding aus, nach mehr als 20 Jahren Raucherdasein, seit über 520 Jahren rauchfrei. Am 10. September 2013 findet die Abstimmung der Tabakproduktrichtlinie im EU-Plenum statt. Der Envy-Ausschuss hat am 10.7. die E-Zigarette sterben lassen. Eine funktionierende Alternative zur Tabakzigarette darf nicht kaputt reguliert werden. E-Zigaretten retten Leben. So, das ist bei weitem nicht so kreativ wie die anderen beiden Lösungen. Hast du denn auch schon, Stefanie, wenn du eine Postkarte erstellen wirst, nimmst du eine Ansichtspostkarte oder wie machst du das? Hast du schon eine Idee? Ich werde eine selber machen. Mhm. Mit mir und meinen Kindern. Mhm. Mhm. Und im Text meine Kinder sprechen lassen. Mhm. Also ganz genau weiß ich es noch nicht, aber irgendwas im Sinne von Mama dampft und das muss so bleiben oder so. Mhm. Mhm. Ja. Ja, cool. Ich muss nur noch schauen, wie ich ein Bild hinkriege, dass es nicht so aussieht, als würde ich meine Kinder voll dampfen. Den Eindruck will ich ja auch nicht auf den ersten Blick vermitteln. Mhm. Aber das kriege ich schon hin. Ja, aber wenn deine vier- oder viereinhalbjährige Tochter oder Sohn? Tochter. Tochter, wenn die schon gesagt hat, Mama, schön, dass du nicht mehr stinkst, das wäre doch schon ein Zitat live aus dem Leben genommen, was es zum Leben lohnt. Ja. Ich gucke mal ganz kurz hier in unseren Gruppenchat vom Hangout rein. Hab gesehen, dass Michael Kleinefeld hier vorhin um die Ecke geguckt hat. Und irgendwie hat er den Gruppenchat wieder verlassen. Also, Kinders, wer will, ist herzlich gerne eingeladen, hier noch hinzuzustoßen, soweit die Technik das mitmacht. Ich hoffe, dass bislang auch am Ende der Leitung alles gut ging. Wir machen hier leider echt einen Blindflug. Also, Michael und auch andere, wer Bock hat, hier mit reinzukommen, soll das bitte gerne tun. Ja? Je mehr, desto besser. Und da muss ich mal schnell gucken, da hat uns noch einer verlassen. Okay, wenn noch einer reinkommt, kriege ich das hoffentlich rechtzeitig mit.
Da fragt doch noch den Norbert noch ein paar schöne Sachen. Der weiß doch bestimmt auch viel zu erzählen. Ich weiß gar nicht, wir haben uns ja mal gegenseitig selber interviewt. Da warst du schon dabei, ne? Ja. Ja. So viel gibt es, glaube ich, nicht zu erzählen. Aber hast du vielleicht noch ein paar Fragen? Frag du ihn doch mal was, genau. Was würdest du ihn fragen wollen? Ich habe mir spontan überlegt, hier reinzukommen. Ich habe mir keine Fragen überlegt. Okay, muss doch. Nee. Ist auch nicht weiter wichtig. Ist ja jetzt einfach wirklich nur ein spontaner Chat. Ja, klar. Stefanie, hast du schon überlegt, wenn du in NRW wohnst, zur Demo zu gehen? Am 31. Ja. Da bist du noch nicht im Urlaub? Da bin ich schon wieder da. Bist schon wieder da. Mhm. So weit ist es dann ja nicht, ne? Bis nach Düsseldorf. Nee. Nee, nach Düsseldorf ist dann nicht gut. Mhm. Dann können wir uns ja auch live sehen. Da komme ich nämlich auch hin. Mhm. Also sollte dir dann noch eine Frage einfallen, Stefanie, kannst du dir auch in Düsseldorf stellen. Also das ist nicht das Problem, ja. Ja. Ich werde dann mal einen Zettel vorbereiten. Ja. Thomas. Ja. Wie sieht's mit dir aus? Du hast dich bis heute bislang noch sehr bedeckt gehalten. Ja. Können wir dir nichts entlocken? Naja. Nein. Ja. Nein. Ja, doch sehr gesprächig, ich weiß, sorry. Nein, ich bin momentan absolut ratlos, sprachlos. Ich weiß, mir fällt momentan einfach keine. Du bist mit der Technik beschäftigt und wir wollen dich da gerade nicht rausholen, dass du noch was abstürzt. Ja, das funktioniert einwandfrei, ja. Ich bin, ja genau, ich bin auch immer noch geschockt, weil keine fünf Minuten bevor wir hier on air gegangen sind, hat es bei uns einen kompletten Stromausfall gegeben und ja. Das hängt wahrscheinlich immer noch etwas nach, das Erlebnis von gerade eben. Das Adrenalin ist immer noch nicht ganz unten. Gut, aber steht man da was? Mitten im Dunkeln, hat den Plan, eine tolle Sendung zu machen, ist hoffnungsfroh, die Technik läuft, alles ist eigentlich gut vorbereitet und dann sowas. Kompletter Neustart, Rechner neu hochfahren, Programm laden, etc. Ja. Das ging Gott sei Dank noch. Das hat mich für heute doch genug geschockt. Das ging rechtzeitig noch gut. Kurz 3 Minuten vor Start warst du wieder da. Ja Gott sei Dank. War ein bisschen knapp heute, ja. Ja, jetzt überlege ich auch, was ich noch fragen könnte und mir fällt ehrlich gesagt gerade gar nichts ein. Aber dann schauen wir doch mal, ob Norbert noch eine Idee hat. Ja. Norbert? Frage. Hör mal gut zu, Stefanie, und ihr bitte auch. Hört mal gut zu. Also, davon gibt es eine ganze Menge Arten. Zum Beispiel Erdbeer. Oder Zitronen. Es gibt aber auch Leoparden und Tiger und Fuchs. Es gibt auch noch Rammen. Nee, mit Dampfen hat das nichts zu tun. Fing ja noch an, mit Erdbeeren nach einem Liquid zu hören, aber nee, bei einem Fuchs hört es dann auf. Armen zum Beispiel gibt es noch. Säugetiere? Nein. Erdbeeren sind keine Säugetiere. Stimmt. Es gibt auch Hammer. Envy-Hammer. Nein, aber es ist ein Tier. Es geht also um ein Tier. Und es hat keine Knochen. Und hat was mit Erdbeeren. Man findet es meistens im Wasser. Eigentlich immer. Manche haben sehr große Zähne. Besonders der große Weiße. Okay. Ja, hi. Richtig. Yay. Und was haben wir jetzt gemacht?
Heiraten. Besser, okay, das dauert eine Sekunde, ist aber gut. Besser als jedes Zimmer frei. Besser als jedes Zimmer frei Bilderrätsel. Ja. Als er das neulich mit uns gemacht hat, waren wir auch ziemlich perplex. Ja. Eine Sache fällt mir noch ein, die wollte ich vorhin auch fragen, die kommt jetzt, kam gerade wieder hoch bei der Heiratsgeschichte. Stefanie, Koffein, ist das bei dir schon angekommen? Koffein als potenzieller Ersatz zu Nikotin in der Dampfe? Ja, gelesen habe ich da schon von. Aber wenn ich da jetzt offen zu sage, was ich darüber denke, wäre ich wahrscheinlich gehauen. Also, Nee, du kannst sagen, was du willst. Also, oder vielmehr, deine Meinung interessiert uns hier schon. Ey, du, hallo. Ich finde das bedenklich, dass man versucht, jetzt einen Stoff zu finden, bei dem man nicht weiß, wie die Reaktionen sind, wenn man es inhaliert. Vielleicht bin ich da jetzt auch einfach zu wenig informiert, vielleicht gibt es dazu Informationen, aber mir fällt jetzt so nichts ein, wo Koffein inhaliert würde. Mhm. Und deshalb finde ich, das mag ja für viele eine gute Ausweichmöglichkeit darstellen, mhm, aber damit machen wir uns eigentlich wieder angreifbar. Weil es wirklich ein gutes Argument. Weil auch irgendwo öffentlich ankommen wird. Wir wissen nicht, was die Leute lesen und wie die Gegner reagieren, wenn sie solche Liquids in den Shops sehen oder so. Die sagen sich dann, oh, dann hauen die sich jetzt halt irgendwas anderes da rein und die werden Wege finden, das dann zu unterbinden. Auch wenn wir das hier uns jetzt vielleicht nicht vorstellen können, aber wenn sie es wollen, werden sie es schaffen. Ja, ich rechne ja sowieso schon damit, dass sie demnächst versuchen, den Kaffee zu regulieren. Beziehungsweise alles Kaffeeersatzprodukte, so Cola, Red Bull, sind ja alles Kaffeeentzugsprodukte. Könnte man ja auch in die Apotheke bekommen. Es ist ja ein gutes Beispiel, wer Kaffee ja schon längst reguliert. Es gibt ja eine Kaffeesteuer und es gibt ein Kaffeegesetz. Aber Cola und Red Bull und so fällt da nicht drunter. Warum nicht? Ja? Also das Spielchen, was sie mit uns jetzt treiben, müssten sie doch eigentlich dann, wenn sie konsequent dann, bei solchen Sachen auch treiben. Weil da könnten sie auch Kaffeesteuer abstauben, wenn man das jetzt mal weiterspielen würde. Auch wenn ich eigentlich von solchen Argumentationen nicht so viel halte. Nur mit Coca-Cola werden sie sich wohl nicht anlegen wollen. Die sind etwas zu groß. Abgesehen davon, dass vielleicht dieses neue Thema Koffein, für mich ist es sehr neu. Ich habe da echt wirklich letzte Woche erst zum ersten Mal von gehört oder sogar diese Woche, dass es neu ist, aber und dass es wahrscheinlich noch nicht so gut medizinisch oder wissenschaftlich erforscht ist wie das Nikotin beim Dampfen, klar. Aber was mir daran gefällt ist, erstmal was ich gehört habe, ist, dass es sehr individuell ist. Bei einem kommt es, beim anderen eben nicht. Ja. Das erinnert mich an andere Geschichten, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Mal angenommen, das würde für eine gewisse Anzahl von Leuten eine gute Alternative sein. Dann fände ich es erstmal natürlich geil, weil es ein Weg ist vom Nikotin und dass man dem der Envy-Entscheidung damit ein cooles Schnäppchen schlagen könnte. Ne? Das finde ich eine sehr elegante Lösung, wenn es eine Lösung sein könnte. Ja. Das gefällt mir daran sehr. Also ich bin, habe ich leicht einen Husten als. Ich bin sehr erpicht darauf, das einfach mal auszuprobieren. Sehr neugierig, muss ich ehrlich gestehen. Mich interessiert das schon, wie das bei mir kommt. Ob es ein Ersatz sein kann für Nikotin oder nicht. Ja, ja, ich muss mal kurz was trinken. Prost. Norbert, normalerweise springst du doch noch mal in die Presche, Mensch. Ja. Ich war jetzt so fasziniert von dem Anblick. Ja. Pass auf. Stefanie, bevor wir ein hektisches Ende finden, was heute, glaube ich, gar nicht kommt, weil ich finde, heute muss ich ehrlich gestehen,
Fand ich sehr piesig, sehr ruhig, nicht hektisch, nicht. Also ich fand es sehr schön, so für uns auch irgendwie. Sonst ist es schon ein bisschen unruhig und nervös. Und heute fand ich es sehr angenehm, dich als Gast zu haben und ganz locker zu reden. Wirklich. Also gerne. Ja. Ich fand es auch toll. Ja, ist für dich wahrscheinlich auch nicht einfach gewesen, die Hürde zu nehmen, aber ich fand, das war ein lockeres, piesiges Gespräch und auch informativ. Ja, schön. Ich danke dir erstmal hier, bis hierhin an der Stelle, dass du dich getraut hast, uns zuzuhören und mit uns zu reden. Ich versuche mal, ein würdiges Ende noch zu finden für ein zweites Bild. Kennen wahrscheinlich schon die meisten. Ich will es trotzdem zeigen, war im ERF schon zu sehen. Und zwar eine saugeile Karikatur. Die meisten Leute wissen bestimmt schon, was kommt. Die Dampferperson Hope im ERF hat, soweit ich weiß, drei, ich weiß nicht, vielleicht sind schon mehr, drei Karikaturen erstellt. Inzwischen vier, siehst du, danke. Eine haben wir schon gezeigt, vorletztes Mal, glaube ich. Und das ist die zweite, die rauskam. Ich weiß wieder nicht, ob man sehen kann, ich lese mal ganz schnell vor oben. Envy Theater proudly presents Good MEP, Bad MEP and The Dampfe. Sprechblase hier, mach da... Dich machen wir fertig. Du bist ein gemeingefährlicher Volksschädling. Du wirst kastriert. TPRL. Irgendwelche Ähnlichkeiten mit einer Linde sind bestimmt nur rein zufällig. Rechts der Matthias. Wir meinen es doch nur gut mit dir, Kumpel. Wenn du fein kooperierst, darfst du vielleicht ein Arzneimittel werden. Und hier wieder die kleine Dampferin. Was für eine grauenhafte Inszenierung. Also cool. Hut ab. Sowas. Also zeichnerisch oder illustratorisch auf den Punkt zu bringen. Also echt, fand ich sehr, finde ich auch immer noch sehr cool. So, es ist 23.31 Uhr. Wir haben unsere 46. Minute erreicht. Wir sind pünktliche Dampfer. Los, komm, wir machen einmal schnell, bitteschön, im Schnelldurchgang, jeder 7,5 Sekunden eine Verabschiedungsrunde. Stefanie, du fängst natürlich an. Ach, jetzt darf ich jetzt Zeit, mir was Schlaues zu überlegen. Darfst du auch gerne, dann ziehen wir Thomas vor, natürlich, Thomas. Ja, okay, vielen Dank fürs Zuschauen, war eine absolut tolle Sache, endlich mal eine Sendung mit einem spontanen Gast, die total unvorbereitet und gerade deswegen halt mal wirklich was Besonderes war. Hat mir sehr gut gefallen, ohne Ablaufplan, ohne Zeitdruck, obwohl wir jetzt auch wieder überzogen haben, aber na gut, ich... Sag mal vielen Dank und übergebe an Norbert sein Schlusswort. Ja, mir hat es auch sehr gut gefallen. Vielen Dank, Stefanie. War schön, dich mal zu sehen und mit dir zu sprechen. Und ohne Kampf kein Dampf. Also, Leute, weitermachen, aber im Moment nicht allzu hektisch. Jetzt erstmal die Sommerpause genießen. Hektisch wird es noch früh genug. Sehr gut. Stefanie. Also. Ja, ich fand es nett, so spontan interviewt zu werden. Und dampft weiter, hört nicht auf, lasst euch das nicht versauen, geht zur Demo. Alle Mann, wer es kann, muss auf jeden Fall zur Demo gehen. Und schreibt eure Leute, eure Europaabgeordneten an und vielleicht auch schon die, die im Bundestag. Sehr schön. Stefanie, schön, schön Dank bis hierhin an dich. Bis zum nächsten Mal. Ich gucke auf die Zeit. Ich mache ganz schnell. Ich sage schönen Dank an alle, die uns zugeschaut und zugehört haben. Sag schönen Dank nochmal an Stefanie. Habe ich wahrscheinlich jetzt schon sehr häufig gesagt. Und ich sage einfach mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. See you soon.